von Skyrim und wir sind hier immer noch in Kühnesheim. Wir haben unsere Frostsalze abgegeben. Wir ziehen jetzt aber direkt weiter, mache ich auch per Schnellreise. Und zwar der Wilkas ist uns nämlich im Schlepptau, habe ich bemerkt in der letzten Folge. War ganz gut, weil da kam ein Drache, da konnte er ein bisschen helfen. Wir machen jetzt erstmal die Questreihe von, oder beziehungsweise die Quest von den Gefährten fertig, damit ich den wieder los werde. Das ist mir sonst nichts. Der hat mich gleich entdeckt, ne? Der Wilkas stürmt natürlich einfach drauf los. Ich würde ja eher ein bisschen sneaky. An die Sache rangehen. Gut, theoretisch. Mal gucken. Gucken wir mal. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal, oder? Waren wir hier nicht schon mal? Ich weiß, da geht's rein. Ich gucke jetzt trotzdem mal hier außenrum nochmal. Komme ich da oben irgendwie drauf? Rein? Runter? Ah ja, guck mal da. Gucken wir doch nochmal ganz schnell, ob da nicht noch jemand lauert. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir jetzt nach unten gehen. Ah ja, guck mal hier. Genau, deswegen bin ich hier hochgekommen. Nur deswegen. Aksha-Pfeil. Ne, Rest kann aber halten. So, können wir hier runter oder tut es uns weh? Nee, geht. Okay. Gut, gut. Dann. Gerade hier nochmal ein paar Schneebären sammeln. Fässer. Durchleuchten. Okay. Nur gesunde Sachen mag ich nicht. Und dann nochmal speichern und dann geht's jetzt los. Wir machen das Sneaky Wilkas, okay? Zumindest versuchen wir das. Coole Location hier eigentlich auch, ne? Warte mal ganz kurz, was hatte ich denn jetzt für Pfeile? Weil ich glaube, meine Zwergenpfeile waren leer. Ich habe jetzt die Orkschen Pfeile mit Schaden 12, die Elfenpfeile Schaden 16. Lass mich erstmal die orkischen Pfeile leer machen. Habe ich noch andere Pfeile oder übersehe ich was? Nee, ich habe keine anderen Pfeile mehr, ne? Hui. Naja, 100 Stück wird wohl reichen. Lieder der Rückkehr brauche ich nicht. okay, hier geht's noch weiter. Da hinten liegt der Typ. Ist hier noch irgendwas? Ich gucke jetzt erstmal hier. Hier ist scheinbar nichts mehr, außer jede Menge Spinnenweben. Hier ist was eingestürzt. Okay, okay, okay. Was haben wir hier? Das ist nur Wein und ein Helm. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Was ist das denn? Nee, nee. Brauchen wir nicht. Was ist im Tisch? Eine Holzschale. Natürlich. Schön gut aufgeräumt. So, Elfenpfeil, Zwergenpfeil, Falkenfedern, Gold.
Orkscher Bogenschaden 27. Wir haben inzwischen Schaden 38. Ja, komm, kannst behalten. Okay. Dann lass uns doch mal ganz kurz hier lang gucken. Ich habe so das Gefühl, dass es da hinten nämlich weitergeht. Dann würde ich nämlich erstmal hier gucken, ob... Was war das? Ja! Das war ich. Entschuldigung. Todesglockenblume. Der Mystica Galeria, das haben wir auch schon tausendmal gehabt, ne? Jetzt habe ich das... Boah, jetzt habe ich das verbrannte Buch genommen. Nein, das wollen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ich muss mal meine Seelensteine verbrauchen. Alter, ich habe so viele. Alter, Alter. So, was haben wir hier noch? Bücher, Bücher, Bücher. Alles verbrannt. Trankmischerbeutel. Da nehmen wir natürlich alles raus. Beschädigtes Buch. Ja, das ist nichts. Das ist alles nichts. Dann haben wir hier vielleicht noch jemanden, oder? Ah, ja, der uns auch gar nicht bemerkt hat? Nee, nee. Eisenschwert, Elfenschwert. Ja. Nö. Heilungstrank nehmen wir natürlich. Aber ansonsten, ja, ein Seelenstein natürlich auch, klar. Das ist klar. Hier ist noch ein verbranntes Buch. Da oben ist nochmal, was ist das? Die Dralle, Argonische Maid. Band 1. Ne, brauchen wir nicht. Was, verzaubertes Buch? Verbranntes Buch, okay. So, hier haben wir noch was. Vernacus und Urlor. Bringt uns aber leider auch nichts. Gut, dann... Kleiner Side-Pot hier. Side-Quest. Side-Quest. So. Dann wieder schleichen und speichern. Speichern. Speichern und schleichen. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Okay. Die Tür ist von der anderen Seite. Aber hier ging es doch gar nicht mehr weiter, oder bin ich doof? Bin doof. Wie konnte ich das denn übersehen? Die Fahrkasse, Wildkasse rennt wahrscheinlich gleich wieder rein und macht alle auf uns aufmerksam. Gut, dass wir so gut im Schleichen sind, ne? Na komm schon. Was? Ich treffe ihn nicht. So, gut. Hier wieder jede Menge verbrannte Bücher. Das Lied von Pelinal, hier kannst du dir schenken. Dings, verbranntes Buch, alles klar. Da ist gar nicht mehr rein, ne? Argunscher Bericht. Die Irrlichtmütter. Karte aktualisiert. Ah, vielleicht sollten wir doch reingucken. Bitte? Achso, ja. Die was? Die bitte was? Die Czarwicz-Koning-Briefe. Ah, ja. Ah, ja.
Gut. Dann haben wir hier den Typchen. Typchen. Wo rede ich denn da? Okay. Oh, wir müssen anders hinsetzen gerade. Aber hier sind wir, glaube ich, durch. Da geht's noch weiter. Und da geht's noch weiter. Hier ist nochmal ein Zaubertrank. Schmiede, Hammer und Amboss. Lass mal liegen. Das ist zu schwer. So, hier. Achso, das ist nur so ein kleines Räumchen. Alles klar. Mit einem Kistchen. Verdammt. Und wir stehen auch wieder kurz vor der nächsten Stufe. Das finde ich gut. Ich gucke es gerade nochmal auf den Sound. Nicht, dass es sich wieder beim letzten Mal wiederholt und man mich nicht hört, obwohl es dieselbe Aufnahme ist. Aber naja, man weiß ja nie. So, hier gibt es eine Holztür zum Aufschließen. Das machen wir natürlich. Sonst ist hier keiner? Gut, alles klar. Jetzt habe ich die Eisenpfeile genommen. Vergoldete Elfenrüstung. Rüstung 60. Ja, komm, die nehmen wir mal mit. Die nehmen wir mal mit. Richtig viel können wir nicht mehr tragen. Hier ist nochmal Heilungstrank. Oh, jede Menge verbrannte Bücher. Ja. Oh, Stahlbahn. Eieiei. Knoblauch. Fädel. Zaubertrank der Ausdauer. Knoblauch. Knoblauch. Gott. Hammer. Bann. Gehen wir weiter. Schade, ich wollte mich an die Rand schleichen mit dem Dolch, aber naja, hat nicht geklappt. Wahrscheinlich ist er aufgewacht wegen Wilkas. Ich gebe Wilkas jetzt mal die Schuld, wäre ich allein gewesen, hätte es geklappt. Da ist jemand. Hallöchen. Guten Tag. Was war das? Keine Ahnung. Ja. Ah. Mach du das, Wilkas. Das war schon alles? Wirklich? Au. Ich. Das war schon alles? Wer hat dir nicht drauf? So. Es ist immer schwierig mit dem. Mit einem Gefährten. Also jetzt nicht Gefährten im Sinne von die Gefährten, sondern mit einem Kameraden, weil die Leute einen dann einfach früher entdecken. Wenn ich alleine bin, geht das alles ein bisschen smoother. Also der Kampf an sich natürlich nicht, weil da war es einfach nur dabei stehen und gucken, wie der Typ die alle kaputt schlägt, aber... Aber... Das entdeckt werden... Oder das, beziehungsweise, besser gesagt, das... Warte, was ist das, blaue Robe? Das nicht entdeckt werden ist einfach... Ist einfacher. So, was ist hier? Zaubertrank der geringen Magiker. Nehmen wir natürlich mit. Hier ist nichts. Da ist nichts. Da ist zu. Haben wir hier irgendwo... Da haben wir einen Hebel. Ja, ich betätige den Hebel jetzt aber noch nicht. Guck jetzt einmal in die Truhe hinein. Da hinten ist noch ein Geldbeutel. Verbranntes Buch und dann geht's hier noch rein. Was ist mit dem Schatten los? Okay.
Hier ist sonst niemand mehr, aber hier scheint auch nie wirklich was. Ah, Salz, super. Scheint auch nicht wirklich was Spannendes zu gelagert zu werden, oder? Begleisen. Schwarze Robe. Schwarze Robe und blaue Robe, hey. Super. Cool. Ne, hier ist nichts sonst. Dann machen wir hier mal auf. Und dann speichern wir nochmal. Und hinter dieser Tür scheint es so zu sein, als wäre da, wer auch immer. Ach, Wutrad, genau. Ach so, ja gut. Schattenstollen, Keller. Klar. Da müssen wir noch rein im Keller. Und wir müssen noch aufsteigen. Ich warte aber noch, weil vielleicht gibt es einen Kampf, wo ich... Ach nee, komm. Nicht mit Wilkas zusammen. Oder? Ach komm, wir warten trotzdem. Ganz so wichtig ist es jetzt nicht. Und wenn man im Kampf aufsteigt, hat man halt den Vorteil, dass sich die Gesundheit und alles hier regeneriert. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Nicht wegen der Gesundheit, aber vielleicht wegen der Magika oder so. Schauen wir mal. Ach, Wilkas. Da ist eine Falle, ne? Nicht drauf treten, bitte. Was war das? Hier ist das alles, was ihr könnt. Entschuldigung. Aufgepasst, Schwester. Glückstreffer. Ja. Genug. Sich zwei finnischen Moves überschnitten. Lykantropische Legende vom Himmelsrand. Dies nehmen wir auf jeden Fall mit. Vielleicht hilft uns das, unsere Lykantropie wieder loszuwerden. Pass auf, ne? Dein Ernst? Können wir wieder rausgehen, bitte? Hallo? Oh, Alter. Ist ein Hebel? Macht der? Ihr wart nicht... Ja, ja, alles gut. Wusste ich. Wusste ich. Okay, jede Menge Ausrüstung hier. Wahrscheinlich immer nur Kappes dabei. Hier haben wir nochmal Zaubertränkchen. Die nehmen wir natürlich mit. Hier geht's weiter. Wo ist denn? Ah, da hinten irgendwo. Alles klar. Die haben nicht gemerkt, dass die Tür aufgeht. Finde ich gut. Was war das? Jetzt gehört ihr mir. Lief doch gut, oder? Was sagst du, Wilkas? Er sagt nicht so viel, ne? Was ist das denn hier? Soll ich ein Bierchen zapfen? Das wäre nice. Ui, Zaubertrank der kräftigen Heilung. Die einsame Waffe. Leichte Rüstung verbessert. Ja, nice. Super. Wilkas, du hustest hier so rum. Hast du dich mal testen lassen? Du hast doch keine Maske auf, ne? Das weißt du. Wir kommen jetzt unter Leute. Das mit dem 1,50 Abstand, naja.
Da fangen wir gar nicht erst davon an. Was war das? Ah. Schön, dass die auch alle immer auf Wildcast gehen, ne? Gnade. Finde ich gut. Lied der Rückkehr, whatever, Eisenpfeil. Ich will kein Eisenpfeil, ich will Elfenpfeil. Sieht so ein bisschen so ähnlich aus. Von der Schrift her, Eisen und Elfen. Das ist ein bisschen tricky, da muss man genau hingucken, wenn man so schnell lootet. Okay, sollten wir den befreien? Wahrscheinlich schon, oder? Ist ja einer von uns. Oh, was haben die denn hier mit dem Pferd gemacht, sag mal? Durchsuchen, Pferd leer. Nö. Ach, nicht. Komm, Lukas, bitte. Bitte lass das. Ich speichere mal, nicht, dass der uns angreift, aber ich würde ihn mal auf. Rauslassen. Dein Ernst? Geht's dir gut, Wilkas? Ja, ihm geht's gut, alles klar. Das ist ja ein super Kamerad, hä? Das ist ja ein super Kamerad hier. Naja. Werwölfe sind auch nicht mehr das, was sie waren. Ah, hier ist noch einer. Den habe ich jetzt aber nicht platt gemacht. Das war die silberne Hand offenbar. Die haben alle immer nur eine zerschlissene, das L ist wichtig, eine zerschlissene Hose dabei und sonst nichts, die Werwölfe. Und die hat eine Karotte dabei hier. Wie lang ist denn dieses... Wie groß ist denn dieses... Gebäude, was auch immer es ist. Burg, Festung, Keller. Okay, ich sehe jetzt gerade keinen. Da ist einer. Zwei. Ich erschieße erst die, weil die läuft. Der andere braucht erst ewig zum Aufstehen. Danke, Wilkas. Du machst das gut. Du machst das super. Ja, ja, wir können weiter. Alles gut. Ich wollte nur mal hier hinten gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Nö. Nö, nö, nö. Ich habe immer Angst, dass wenn ich in irgend so einer Ecke bin, dass der dann kommt und ich nicht mehr rauskomme, weil er mich da reindrängt. Hui. Zwei verkohlte Skiverfälle hatte der dabei. Stahlpfeil, Elfenpfeil. Ja. Langsam wird's knapp mit dem Tragen. Aber ich hoffe ja ehrlich gesagt, dass wir auch langsam durch sind. Das scheint auch wirklich so zu sein. Der Pfeil ist schon echt nah. Ah ja, noch eine Tür. Noch ein Türchen. Tor Nummer 3. Schattenstollen Refugium. Waren wir da nicht? Ach, jetzt kommen wir da raus. Wahrscheinlich von der anderen Seite, ne? Wo die Tür verschlossen war. Was? Hä? Wieso? Was? Was? Wie meinst du das? Da oben sitzt einer
Daneben liegt ein Helm, ne? Das, warte. Habt ihr etwas gehört? Nein, nein. Habt ihr etwas gehört? Was? Pass auf, hier. Zerstörung. Ich mach jetzt mal ein bisschen. Was? Ja, dafür habe ich mir den Aufstieg aufgehoben. Gut, dass ich mal gespeichert habe. Warum hat die mich denn jetzt so schnell platt gemacht? Shit. Lassen wir die Spielchen. Aufgepasst! Auf die wahre Not geben die Fuß! Oh. Jetzt haben wir aus Versehen die silberne Hand vernichtet. So, jetzt mal gucken. Der Junge hier hatte Gold dabei. Stahlpfeil. Alles klar. Gold. Orkischer Streitkolben der Blitze. Das Ziel erleidet 18 Punkte Blitzschaden und halb so viel Magikerschaden. Wert 495. Und ein Elfendolch. Das Problem ist, dass ich den nicht mehr tragen kann. Warum habe ich denn den Jagdbogen dabei, bitteschön? Und wir könnten vielleicht hier einen Drachenknochen ablegen, ne? Dafür. Ja, komm, das machen wir mal. Drachenknochen und dafür nehmen wir uns den Dings hier. Ja, so machen wir das. Pass mal auf, ich steige jetzt auch erstmal auf. Wir gehen auf Gesundheit. Und was verbessern wir? Beim Bogenschießen haben wir relativ gut gelevelt, ne? Da können wir mal gucken, ob wir was Neues machen können. Schießkunst 60, das ist doch bestimmt. Ja, guck mal hier. Nächster Rang, Bögen bewirken 80% mehr Schaden. Erfordert 60. Oder 50% Chance für einen kritischen Treffer. Ne, komm, wir machen hier. Überspannen. Ja. Sieht man das eigentlich bei den Waffen dann auch? 43, ja, ich glaube, der hatte vorhin 38, ne? Cool. Ich glaube, wir müssen noch was ablegen dann. So, hier sind die Fragmente von Wutrad also. Ah, hier ist noch der Typ. Und hier noch? Krieger. Blocken verbessert, na super. Das brauche ich ja immer. Der Monomythos, den kennen wir schon, das können wir auch schon. Geldbeutel nehmen. Hier ist noch ein Schrank, da gucken wir natürlich erstmal rein. So, sonst ist hier nichts mehr. Dann liegt hier noch ein Buch rum. Der Morgenstern? Ne, 2920 Morgenstern Band 1. Einhändig verbessert. Ah, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Genau, und die Fragmente von Wutrad. Kehre nach Jorvaskr zurück. Alles klar. Dann wird vermutlich hier die Tür sein. Genau, hier ist die Tür. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt raus und reisen schnell nach Weißlauf. Die Quests in Winterfest gebe ich dann ein anderes Mal ab. Das machen wir jetzt noch schnell. Eigentlich ist genau jetzt die Folge zu Ende, aber...
Wir machen das mal schnell, damit ich den Typ auch loswerde. Der nervt mich ein bisschen. Entschuldigung, Wilkas, aber ist so. Ist so. Die anderen haben mittlerweile Vorbereitungen für Kotlaks Begräbnis abgeschlossen. Cool. Kommt hoch zur Himmelsschmiede, um euren Respekt zu. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, das war eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Okay, zu Ehren der Toten. Nee, das machen wir dann. Nimm einen Kotlaks. Das machen wir. Das wird wahrscheinlich eine längere Zeremonie. Da wollte ich jetzt nicht durchhuschen. Ich gehe gerade mal nach Hause. Dann kann ich nämlich zwischen den Folgen, wie gesagt, so ein bisschen rumschmieden. Kann auch ein paar Sachen hier ablegen. Wir wiegen ja eh zu viel. Und dann machen wir das in der nächsten Folge. Also wie gesagt, dann das Begräbnis und danach auf nach Winterfeste. Und ich hoffe, dass wir dann auch unseren Werwolf-Fluch loswerden. Das wäre super. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.